und es geht heute um die Lunge. Durch die Anwendung der Hochfrequenz vermindert werden kann. Wie kann man auf Lungenzellen mit Hochfrequenz einwirken? Das heißt, wir haben hier auch noch mal eine Schutzwirkung der Hochfrequenz. Was ist jetzt die Schlussfolgerung aufgrund dieser Testversuche? Wie haben sich die befeldeten Lungenzellen verhalten und wie ging es der Kontrollgruppe? Nennen wir es mal die Lungengesundheit. Hallo, liebe Freunde der Hochfrequenz, Energie und vom gesunden Menschenverstand. Alle guten Dinge sind drei und ich begrüße den Herrn Professor Peter Dartsch, ja, zu unserer gemeinsamen Runde hier. Vielen Dank, lieber Peter, dass du die Zeit genommen hast. Ja, hallo Arthur, freue mich hier zu sein. Und wir haben heute wieder ein besonderes Thema, welches du zellbiologisch untersucht hast. Und es geht heute um die Lunge. Ja? Weil die Lunge für uns ja sehr, sehr wichtig ist, weil die permanent den Sauerstoff wandelt, uns Energie zur Verfügung stellt. Und jetzt war die Frage, wie kann man auf Lungenzellen mit Hochfrequenz einwirken? Geht das überhaupt? Kann man es unterstützen? Und das hast du als Zellbiologe untersucht. Peter, wie waren da deine Erkenntnisse? Ja, zunächst einmal außerordentlich interessant und bemerkenswert. Das für mich gleich mal zum Vorspann zu den Ergebnissen. Aber ich möchte noch ein paar Gänge zurückschalten und zunächst einmal bewusst machen, warum die Lunge neben anderen Organen in unserem Organismus so besonders wichtig ist. Die Lunge ist insofern sehr wichtig und reagiert auch auf Umweltveränderungen, weil es gewissermaßen ja ein offenes System ist. Das heißt, im Gegensatz zum Herz, was das Blut innerhalb des Organismus pumpt, ist die Lunge mit der Außenwelt verbunden, weil wir nehmen ja Atemluft auf, um nachher den Sauerstoff an die Erythrozyten, an die roten Blutkörperchen zu binden und auf diese Art und Weise den Gesamtorganismus über das Blut mit Sauerstoff zu versorgen. Das heißt, wir sind über unseren Mund gegenüber der Umwelt offen. Und damit natürlich auch die ganzen Einflüsse dieser Umwelt, was da sein kann, Feinstaub, Umweltverschmutzung, dann viele andere Dinge, die sich in der Luft befinden, mikrobielle Keime, Krankheitserreger etc. etc., die wir durch die Atemluft aufnehmen und dann anschließend natürlich wieder ausatmen. Deswegen kann es sehr gut sein, und das war auch das Thema, was wir untersucht haben, dass oxidativer Stress durch diese unerwünschten Teile in der Luft, Pollen fällt mir gerade noch ein, die ganze Allergieproblematik, ja, die haben wir allerdings nicht, das ist ein Riesenthema, inwieweit dieser oxidative Stress, der dadurch ausgelöst werden kann, durch die Anwendung der Hochfrequenz vermindert werden kann. Das war sozusagen das Thema, was wir mit zellbiologischen Methoden durch die Kultivierung von humanen Lungenzellen, die kann man in Zellbanken erwerben. Das ist eine standardisierte Zelllinie, die seit 40 oder 50 Jahren gewonnen worden ist und die gerade für solche Untersuchungen auch immer herangezogen wird. Auf diese Art und Weise kann man solche Untersuchungen durchführen und kann sie standardisieren. Das heißt, diese Lungenzellen wurden unter Stress gesetzt mit einem dementsprechenden Medium. Und dann gab es eine Kontrollgruppe und dann hat man verglichen, wie haben sich die befeldeten Lungenzellen verhalten und wie ging es der Kontrollgruppe? Wie waren da die Ergebnisse und die Erkenntnisse daraus? Jawohl. Genau so war der Ablauf bei der ganzen Geschichte gewesen. Ich sollte vielleicht noch eines dazu erwähnen, dass wir uns entschieden haben, wir haben das beide ja im Vorfeld so auch abgestimmt miteinander, dass die Befeldung innerhalb von 24 Stunden dreimal 20 Minuten war mit jeweils mehrstündigem Abstand dazwischen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es macht schon einen Unterschied, wie wir aus früheren Untersuchungen wissen, an anderen Zelltypen, nicht an Lungenzellen, dass eine Befeldung mit einmal 20 Minuten innerhalb eines Tages oder dreimal 20 Minuten innerhalb eines Tages doch deutliche Unterschiede macht und die dreimalige Befeldung nochmal die ohnehin schon sehr guten Ergebnisse nochmal einen Ticken
nach oben bringt, also verbessern gewissermaßen. Okay, okay. Ja, wir sind hergegangen, du hast das völlig korrekt dargestellt. Wir hatten einmal die gleichen Zellen, die dem oxidativen Stress ausgesetzt worden sind. Der oxidative Stress haben wir auf die Zellen ausgeübt, indem wir Wasserstoffperoxid, also ein oxidatives Agens, dazugegeben haben ins Kulturmedium und haben dann diese Zellkulturen gewissermaßen gesplittet. Die eine Zellkultur oder die eine Zellkulturserie wurde befeldet, nämlich diese 3x20 Minuten mit der Handsonde, und die andere wurde nicht befeldet. Danach haben wir untersucht, inwieweit die Zellvitalität, also wie viele Zellen gewissermaßen nach 24 Stunden überleben, unter dem Einfluss des oxidativen Stresses mit und ohne Befällen. Da haben wir feststellen können, das ist auch in einer Grafik sehr schön dargestellt, dass die Zellen, die befeldet worden sind, das ist jetzt hier in dieser Grafik, sind das die grünen Säule, ja, genau, dass da die Zellvitalität deutlich höher war als bei den unbefeldeten Zellen. Das ist hier in der Grafik die gelben Säulen. Und das war unabhängig auch von der Konzentration an Wasserstoffperoxid im Kulturmedium. Wir haben verschiedene Konzentrationen, nämlich drei verschiedene hier gehabt. Und von dieser Seite her ist das offensichtlich ein allgemeiner Mechanismus, der die Hochfrequenz ausübt, hier im Falle eines oxidativen Stress durch Wasserstoffperoxid. Und wenn wir gerade dann den weiteren Punkt anschauen, die weiteren Grafiken, Zellen ohne Befeldung und Zellen mit Befeldung im Punkt 2, das heißt, wie kann man das interpretieren? Jawohl, das ist jetzt sozusagen eine Endpunktbestimmung. Da werden die Zellen so ausgesät, auch Lungenzellen werden so ausgesät, dass in der Mitte ein zellfreier Raum mit einer scharfen Kante entsteht. Ja. Und dann können die Zellen in diesen zellfreien Raum einwandern, um auf diese Art und Weise eine durchgängige Zellschicht wiederherzustellen, die vielleicht durch das Einatmen von Stäuben oder irgendwelchen Erregern in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Hier natürlich im übertriebenen Maßstab, solche relativ großen freien Flächen wird es nicht geben. Das sind im Original etwa 0,5 Millimeter. Aber es gibt schon einen klaren Hinweis darauf, dass, wie wir hier sehen, die Zellen mit Befeldung doch diesen zellfreien Raum in den 24 Stunden deutlich schneller und stärker geschlossen haben als die Zellen ohne Befeldung. Das ist jetzt hier, wie gesagt, die Endpunktbestimmung nach den 24 Stunden. Die Zellen sind gefärbt und fixiert, oder besser gesagt andersherum, fixiert zunächst und dann gefärbt. Es gibt aber auch dazu eine dynamisierte Form, nämlich mikroskopische Zeitraffervideos, ja, mit den Lungenzellen. Und da sieht man sehr schön über einen entsprechenden Zeitraum von 24 oder 28 Stunden, weiß nicht mehr genau die Zahl, wie die Zellen sich bewegen, wie sie diese Wunde, diese künstliche Wunde verschließen, einmal mit und einmal ohne Befeldung. Auch hier sehr schön zu sehen, mit Befeldung ist das deutlich schneller geschlossen, dieser zellfreie Raum, als ohne Befeldung. Was bedeutet das jetzt für die Lunge als Organ, diese Erkenntnisse, die du in diesen Versuchen gewonnen hast? Ja, es kommt eigentlich noch ein dritter Versuch hinzu, dann könnten wir das so zusammenfassen. Gerne. Die Integrität der pulmonalen Lungenepithelzellschicht. Da haben wir ja eine Epithelzellschicht, die gewissermaßen den Organismus, jetzt hier im Falle der Lunge, nach außen abdeckt, speziell im Bereich der Atemwege, wo wir, das haben wir nicht untersucht, wäre aber auch noch ein interessantes Thema, sogenannte kleine Flimmerhärchen, die haben wir in unserem gesamten Atemtrakt, haben. Und diese Flimmerhärchen sind in der Lage, die schlagen ungefähr
10 bis 12 Mal pro Sekunde, ist also gigantisch schnell und das die ganze Zeit. Und diese Zellen sind in der Lage, eingedrungene Partikel, die ebenfalls durch Schleim sezernierende Zellen, also Zellen, die Schleim produzieren, ebenfalls in dieser Epithelzellschicht eingebettet sind, nach außen zu transportieren, durch diesen Zilienschlag. Und auf diese Art und Weise kann man dann diese eingedrungenen Fremdkeime abhusten durch das Sputum und kann sie auf diese Art und Weise loswerden. Und wenn man sich beispielsweise vorstellt, bei Rauchern, die haben, wenn sie stärker rauchen, einen Raucherhusten. Und man weiß, Zigarettenrauch beispielsweise oder überhaupt Tabakrauch geht her, abgesehen davon, dass es oxidativen Stress verursacht, das hätte ich gleich am Anfang noch nennen können, ist es so, dass die Zilienschlagfrequenz bei Rauchern reduziert wird. Das heißt, diese Flimmerhärchen sind nicht mehr in der Lage, im gleichen Ausmaß wie bei einem Nichtraucher diese eingedrungenen Fremdkörper aus der Atemluft wieder nach außen zu transportieren. Die stauen sich dann und dann in der Regel am Morgen gibt es dann diesen Raucherhusten, diesen unangenehmen Raucherhusten, wo dann gewissermaßen das, was sich den Tag über angestaut hat, was nicht nach außen transportiert werden kann, abgegeben wird. Deswegen sind ja auch Raucher empfindlicher gegenüber Lungenerkrankungen durch Erreger, die in der Luft schwirren. Mhm. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Es ist jetzt so, dass natürlich durch Bestandteile in der Atemluft es auch zu einerseits Schädigungen der durchgängigen Epithelzellschicht kommen kann. Dazu dient dann die Zellregeneration, um das wieder fachgerecht herzustellen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch interessant zu wissen, inwieweit wird diese Lungenbarriere, nenne ich es jetzt mal, also diese Epithelschicht, diese Deckschicht zwischen der Atemluft und der Lunge im Atemtrakt verbessert durch die Hochfrequenz. Und auch da konnten wir feststellen, dass sich das deutlich verbessert hat, diese Integrität der Lungenepithelzellschicht und auch ihre Empfindlichkeit gegenüber oxidativem Stress, das haben wir auch gemacht, sieht man hier auch auf diesem Bild mit und ohne Befällung, deutlich besser ist. Das heißt, diese Löcher, die ohne Befällung auftreten in dieser Schicht durch oxidativen Stress, den man künstlich in diesem Falle draufgegeben hat, sind sehr viel größer als bei den Zellen mit Befällung. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eine Schutzwirkung der Hochfrequenz gegenüber genau diesen dargestellten Situationen. Also wirklich fantastisch. Das bedeutet, man stärkt dadurch auch die Lungenbläschen und die gesamte, ja, also den gesamten Lungenapparat. Lungenbläschen direkt nicht, die sitzen ganz tief unten noch tiefer, in den kleinsten Kapillaren, in den Verästelungen, da findet auch der Gasaustausch statt. Wir haben Untersuchungen durchgeführt mit Zellen der oberen Atemwege, das heißt also vom Mund, Rachen, Luftröhre, bis zu gewissermaßen der sogenannten Bifurkation, wo sich das Aufteilen auf die beiden Lungenflügel. Ah ja, verstehe. Spannend. Und was ist jetzt die Schlussfolgerung aufgrund dieser Testversuche? Naja, die Schlussfolgerung zeigt, oder es zeigt sich, dass die Hochfrequenz, so wie wir sie hier in den Versuchen angewendet haben, in der Lage ist, tatsächlich eine Schutzfunktion gegenüber oxidativem Stress hier bei unseren Lungenzellen, bei unseren kultivierten Lungenzellen, gegenüber äußeren Einflüssen aus der Umwelt zu haben und auf diese Art und Weise gegebenenfalls negativen Einfluss der Umweltsituation zumindest zum Teil deutlich zu kompensieren und auf diese Art und Weise nennen wir es mal die Lungengesundheit oder die Atemwegsgesundheit, muss man korrekterweise sagen, ja, doch deutlich zu verbessern. Fantastisch. Das heißt, aufgrund der Praxis haben wir halt auch festgestellt, in den letzten 10 Jahren, gerade wenn Menschen, wenn die Lunge in ihre Ruhephase kommt, nach der Organuhr,
ist ja das zwischen dem dritten und fünften Zeitpunkt, also der dritten und fünften Morgenstunde, wo die Lunge sich regenerieren kann. Weil tagsüber, wenn du stehst, wenn du läufst, wenn du sitzt, wenn du am Arbeiten bist, ist ja die Lunge permanent im Austausch, ja, in diesem Arbeitsmodus. Aber nachts zwischen 3 und 5 Uhr morgens hat die Lunge die Chance, sich zu regenerieren. Und da ist es so, wenn Leute Probleme mit der Lunge haben, wachen die auf und müssen auf Toilette. Ja, und da empfehlen wir auch dann mit dieser Handsonde, wenn Sie sowieso schon wach sind, wenn Sie zum Beispiel ein chronisches Asthma oder sonstige Lungenthemen haben, hier die Lunge von außen zu befelden, damit diese Regeneration unterstützt werden kann. Und wir haben wirklich tolle Erfahrungsberichte von Menschen, die uns mitteilen, dass das zur Gesamtkörpergesundheit sehr, sehr positiv beigetragen hat. Freut mich zu hören. Und es passt auch zu dem Bild, was wir hier auf zellulärer Ebene erhalten haben. Vielleicht wäre es sogar eine Überlegung wert, die Handsonde mit einem Timer zu versehen, dass routinemäßig gerade bei solchen Patienten oder bei solchen Menschen, die Lungenprobleme haben, das Ganze automatisch geht, ohne dass sie vorher aufwachen müssen. Genau, also wir haben ja dazu auch einen Brustring, den man quasi wie so Nierengurt um den Darm legen kann oder um die Brust. Das heißt, damit künftig auch diese Menschen im Schlaf oder wenn sie in der Ruhe sind, sich ausruhen, dementsprechend sehr angenehm befelden können. Ja, perfekt. Perfekt. Also es entwickelt sich stetig weiter und ich möchte noch mal zeigen, wie hier diese Energieübertragung stattfindet. Und das ist ja das Ziel, letztendlich auch hier in den Körper einzuwirken, den Körper zu unterstützen, damit diese ganzen Prozesse verbessert werden. Vielen Dank, lieber Peter, für deine Ausführungen, für deine tollen Einblicke und ich glaube, es gibt ein baldiges Wiedersehen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte, dass ein bisschen erzählen durfte. Vielen Dank dir, Arthur. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst wieder ein solches Interview führen könnten, weil dann haben wir wieder neue Daten. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Ich bedanke mich. Tschüss, Arthur. Tschüss.